Wir stehen alle am Prüfstand. Der demokratische Rechtsstaat und seine Institutionen, die uns eigentlich schützen sollten, haben kläglich versagt und tun jetzt genau das Gegenteil. Jeden Tag kommen neue Skandale ans Tageslicht. Die angeblichen Verschwörungstheorien der letzten 1,5 Jahre bewahrheiten sich immer mehr und die, die damals diffamiert worden sind, haben doch richtig gelegen. Aber das ist die Vergangenheit. Das wird erst beim Aufarbeiten eine große Rolle spielen. Jetzt geht es um das Hier und das Jetzt und um unsere Zukunft. Es spielt keine Rolle, ob jemand geimpft oder ungeimpft ist, ob jemand alt oder jung ist, welches Geschlecht jemand hat, wo jemand herkommt, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Es geht jetzt um das Ganze. Es ist eine Zerreißprobe. Nicht eine Zerreißprobe für unsere Demokratie. Die hat bereits versagt. Es ist eine Zerreißprobe für nur eine einzige Sache. Für unsere Moral. Für die Moral des Einzelnen. Nie wieder haben wir das schon vergessen. Nie wieder eine Personengruppe auszuschließen. Nie wieder eine Gesundheitsapartheit wie aus den dunkelsten Tagen unserer Geschichte. Es wird Zeit, dass wir alle innehalten und uns wieder besinnen, was unsere moralischen und ethischen Grundwerte sind, was unsere Vorstellungen von einem gemeinsamen Leben sind, was es bedeutet, für die Zukunft eine bessere Welt zu schaffen, für unsere Kinder und auch für uns selbst. Wir befinden uns in der größten Zerreißprobe seit vielen Jahrzehnten. Die Frage ist, sind wir einer freien und wirklichen demokratischen Gesellschaft überhaupt würdig? Diese Frage, die wird sich sehr bald von selbst beantworten. Und jeder Einzelne von uns wird Teil dieser Antwort sein. Was bedeutet es wirklich, gemeinsam zu leben? Was bedeutet Gleichberechtigung wirklich? Was bedeutet Selbstbestimmung wirklich? Was bedeutet es, frei zu sein wirklich? Vor allem aber auch frei von Angst und Hysterie und frei von der totalen Kontrolle. Die da oben, wie es immer so schön heißt, die werden es nicht mehr richten. Das haben sie in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, ja eigentlich schon in den letzten Jahrzehnten mehr als deutlich bewiesen. Sie werden uns nicht in eine glorreiche Zukunft führen. Das können nur wir und auch nur wir gemeinsam. Nicht ich alleine werde irgendetwas ändern, bloß wir gemeinsam können das schaffen. Die Geimpften, die Ungeimpften, die Frauen, die Kinder, die Männer, es spielt überhaupt keine Rolle. Wir alle zusammen. Anders wird es nicht funktionieren. Und die betroffene Bevölkerungsgruppe dieses Mal? Sie heißen die Ungeimpften. Und dieser Aufruf geht jetzt vor allem an diejenigen, denen es ja eigentlich egal sein könnte, nämlich an die Geimpften. Es spielt keine Rolle, ob ihr geimpft seid oder ungeimpft. Es spielt einfach keine Rolle. Aber jetzt müsst ihr auch für die anderen einstehen. Das ist wahre Solidarität. Von den Politkanzeln schallt es nur noch herab. Freiheit für die Geimpften und mehr Einschränkungen für die Ungeimpften. Aber jeder mit einem korrekten moralischen Kompass und jeder, der ganz kurz innehält und darüber nachdenkt, wird merken, wie krank das ist und dass das mit einer freien Gesellschaft nichts mehr zu tun hat. Und an die Geimpften sei gesagt, wenn ihr das einmal mit euch machen lasst, dann werden sie es wieder tun. Irgendwie anders, in irgendeiner anderen Situation, aber sie werden es wieder tun. Es geht darum, jetzt zusammenzuhalten. Nicht nur für uns, für die bösen Ungeimpften, sondern auch für euch selbst, für eure Kinder, für eine bessere Zukunft. Wir alle müssen jetzt zusammenstehen und diesen Wahnsinn beenden. Deswegen erhebt euch, ihr alle, gegen Angst, gegen Hysterie, gegen Kontrolle, für eine bessere Zukunft.